Guten Tag. Achtung, verstörende Jumpscares. Bitte geht vorher einmal aufs Klo. Danke. Was? Oh Gott, Gott sei Dank war ich vorhin noch pinkeln. Du bist ein Arschkeks. Der Jogger des Jahres, ey. Was ist passiert? Na. Hallo. Du bist ja süß. Hallo und herzlich willkommen zu einem wahrscheinlich kleinen Einteiler Horror Inside the Forest. Es ist ein 99 Cent Spiel aktuell auf Steam. Wir haben Deutsch. Mal sehen, wie gut das ist. Ultra Helligkeit. Wir sehen ja nie irgendwas. Hat das genommen? Ja. Ich glaube, es hat ein 14- oder 15-Jähriger programmiert, gelesen zu haben. Wir fangen einfach mal an. Präsentiert von Eric Garcia Diaz. Horror Inside the Forest, schon verkackt. Ha. Das ist mein erstes Spiel. Ich habe es mit 15 Jahren angefangen. Wenn Sie irgendwelche Probleme oder Fehler finden, kontaktieren Sie mich bitte. Verstehen Sie, dass dieses Projekt als Erfahrung für zukünftige kostenlose und ruhige Projekte dienen wird. Mit dem, was Sie bezahlt haben, wird es mehr Teile geben, die Sie genießen können. Boah. Und rechts steht überspringen. Notebook. Was zur Hölle passiert da? Oh, das bin ich. Ohoho. Gibt es eine Mauseinstellung? Nein. Kann ich die so ein bisschen langsamer machen? Ah, okay. Ich habe es schon heller gemacht. Es ist ja sehr hell. Hi. Also wir sind mit unseren Kumpels irgendwo zelten gegangen und einer, beziehungsweise wir, Fragezeichen, haben im Auto geschlafen, weil das hier gruselig oder doof war. Was ist passiert? Welche Sprache sprichst du? Mein kleiner Bruder hat wahrscheinlich einen Streich mit uns gespielt. Finde es, ist es wahrscheinlich im Auto, während ich das alles zusammennehme. Was soll ich finden? Okay, perfekt. Ja. Ich sehe nicht so viel, ne? Auto. Ja, wo ist denn Auto? Boah, ist das dunkel. Laufe ich richtig? Nee, das ist aber nicht unser Auto, ja, oder? Das sieht ein bisschen gefressen aus. Der Generator könnte funktionieren, aber es fehlen Benzinkanister. Die Fässer werden im gesamten Wald verstreut sein.
Sei vorsichtig, was du triffst und komme ihn. Okay, warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz heller stellen für mich. Weil, sonst können wir das vergessen. Und für euch, ich werde dann wieder als Geisterflauschi in der Ecke erscheinen, weil ich das wieder so krass hell stellen muss. Das kann doch nicht sein. Die Tür könnte... Was? Könnte möglicherweise mit Elektrizität geöffnet werden. Ja, dafür brauche ich den Generator. Ich kann übrigens nicht springen. Oh, aber ich kann verdammt schnell rennen. Ach du Heilige, wer schreit denn da? Ich möchte springen, bitte. Ich möchte bitte springen können. Hallo? Ach du Heiliger, um zu rennen, drücken Sie die Umschalttaste. Beim Gehen sollten Sie darauf achten, Energie zu sparen, sonst werden Sie müde. Okay. Nee, da gehe ich nicht hin. Ich gehe jetzt hier reingucken. War ich einfach müde oder bin ich hier geschlichen oder so? Drücke Leertaste. Schreibe diese Notiz für den Fall, dass jemand diesen verfluchten Wald betreten hat. Hier geschieht etwas Unnatürliches. Eine Kreatur, die mir nicht aufhört zu folgen und ich weiß nicht, was ich tun soll. Seit ich den Hüttenschutz gesucht habe, scheint sie aufgehört zu haben, mir zu folgen. Ah, okay. In Häuschen sind wir sicher. Ich möchte da nicht hin. Er bleibt zwischendurch einfach mal hängen, ne? Aber ich glaube, ich muss da hin. Oh, ne. Geh. Weg ist er. Der ist an dieser kleinen Pupsecke hängen geblieben. Ich bin der Treibstoffkanister für den Generator von Line 4. Ich muss den Generator einschalten, um von hier wegzukommen. Leuchtet ihr denn wenigstens? Hi, ist eine Kerze. Das ist ein Kackgeräusch. Oh Gott. Ich weiß nicht, was hier passiert. Oh Gott. Wieso macht der ein Kackgeräusch? Oh Gott, wieso ist das so verdammt laut? Ist der echt? Nein. Okay. Alter, Verwalter. Wieso hat er eine Kerze im Maul? Um Gottes Willen. Ich hänge schon wieder fest. Achtung, Vorfahrt? Nee, irgendwas anderes. Ich sollte hier Benzinkanister finden, das ist doch nicht dein Ernst. Ich habe auch eben nichts gesehen, ne? Ich habe es nur in meinem Ohr gehört. Ach, guck mal, einen habe ich. Ich traue mich nicht, mein Headset leiser zu machen, weil ich ja dann was loslassen muss hier. Ich versuch's mal mit der anderen Hand. Ich hoffe, ich höre das dann noch. Oh. Du bist ein 15-Jähriger, ja? Du bist ein sehr verstörter 15-Jähriger. Ein sehr, sehr, sehr verstörter 15-Jähriger. Das ist doch nicht normal für einen 15-Jährigen. Mit 15 habe ich nicht sowas gemacht. Wieso bin ich wieder hier? 15 habe ich... Ich weiß es nicht. Ende 15 habe ich das Feiern für mich entdeckt, aber doch nicht... Tschüss. Doch nicht so ein Scheißdreck. Wieso rennst du nicht? Wieso rennst du nicht? Wieso rennst du nicht? Oh nee, schon wieder dieses Pups-Kack-Geräusch. Hier war ich. Hängt schon wieder hier ein kleines Pisssteinchen. Oh Gott, ist mir warm. Das habe ich doch eben schon gemacht, oder? Hä? Ist das gar nicht so groß hier? Und ich bild mir das nur ein. Hier ist schon wieder die Hütte. Das ist doch... War ich da schon? Ist das wieder die Hütte? Das ist doch... Hallo? Gehst du bitte aus dem Busch raus? Schon wieder hier. Und dass er immer so nach oben zieht, als würde hier irgendwas passieren. Also für den Fall, dass ich das schaffen sollte, mal fürs Intro... Achtung, verstörende Jumpscares. Bitte geht vorher einmal aufs Klo. Danke. Das kann nicht sein. Wo muss ich denn hin? Das ist Kackcam. Ah, seid raus. Im Fall nach. Ich hab's im Moment im Spielen echt nicht mit Orientierung. Ich höre was. Oh no. Oh no. Oh no. Ich hab das. Oh nein. Es ist schon wieder der Pupsgeist hinter mir. Warum ist der so laut? Wie schlecht du bist. Du bist ein Arschkeks. Okay. Da hinten bin ich jetzt hier mal im Kreis gelaufen. Kann der mir hier was tun? Probieren wir jetzt erst aus. Achtung, nicht erschrecken. Ich glaube nicht. Hä? Okay.
Ja, Orientierung. Mhm. Hütte. Mhm. Super. Hütte? Verschwinden von Kindern im Wald. Ist das eine andere Hütte? Die vier Opfer waren Kinder, die in einem privaten Bereich campen gegangen waren. Trotz aller Warnungen, nicht einzutreten, wurden am Tatort nur beunruhigende Blutspuren gefunden. Ja, fein. Hallo, hallo, warum glitschst du hier? Lass das bitte. Hättest du mich erschrecken sollen? Ich wollte gerade sagen, hast du aber nicht. Bäh, Mr. Boogie. Mama und ich, Dorothy. Okay. Ich hänge hier schon wieder fest. So, wenn du willst, dass ich vor etwas weglaufe, dann bau doch bitte nicht 2 Millionen kleine Pupssteine hier rein. Geh nochmal hier rein, bei hier. Ist das denn scheiß Ernst? Mein Gott. So, wo war das Schild? Ich war doch... War ich nicht richtig? Doch, hier ist doch das Schild. Ich war... Wo war ich denn? War ich da? Oder war ich da? Ich laufe jetzt dahin. Ist da vielleicht ein Kanister am Arsch oder so? Geh! Oh, das macht mich aggressiv. Geh da. Ja, so wird das nix. Hängt der fest? Bleib mal da. Ich muss nur mal kurz gucken. Das ist der Kanister. Nimm. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe einfach. Oh nein. Wir sind aber doch vorhin auch drauf gegangen. Renn bitte wieder. Was? Was ist das hier für ein Kackelkerl? Oh. Natürlich. Natürlich. Was auch sonst. Deswegen gab sie die Geräusche. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich da schon war. Da, wo die Pupsgeräusche kamen, ne? Oh, was ist denn hier los? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Also ganz ehrlich, 99 Cent für den Arsch. Ich renne immer in dieselben Ecken, ne? Ich bin echt nicht lernfähig. Was ist denn das hier? Was ist das? Was kann ich machen? Was soll ich denn hier? Gut, ich war hier noch nicht, aber... Was soll er? Lass mich verarschen. Wo soll ich denn hin? Hä? Ach, Mensch, ey, Leute. Das kann nicht sein. Ich dachte, ich wäre hier sicher. Okay, einmal noch. Blöd Arsch. Wer warst du denn? Gehst du? Hä, ist das das, wo ich vorhin was gefunden habe? Oh, Alter. Daniel's Nightmare. Daniel's Albtraum. Dann machen wir. With no news und mit keinen neuen Nachrichten von seinem Freund für viele Jahre hat Daniel einen unerwarteten Brief von Augustine bekommen. Ist das ein Männername? Augustin? So irgendein alter Kumpel oder Kumpeline. Bald und confused by its content, besorgt und verwirrt von dessen Inhalt, beschloss Daniel, beschloss er, den zu besuchen, nun bei ihm zu Hause. Unsuspecting that this visit could lead him to the worst mistake, ohne es zu erwarten, dass das zu dem schlimmsten Fehler seines Lebens werden könnte. Emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown. Ja, ich habe es verstanden, aber ich habe vergessen zum Übersetzen. August 2007.
Die stärkste Emotion ist Angst. Irgendetwas lauert im Wald. Weiße Augen, die aus dem Schatten heraus gucken. Daniel, bitte, hilf mir. Das ist der Brief, den ich bekommen habe von Augustin. I hadn't heard from him. Ich habe von ihnen lange Zeit nichts gehört. Aber diesen Letter zu bekommen mit diesem Inhalt, der hat mir doch Angst gemacht. Warum hat er nicht die Polizei angerufen? Ja, das frage ich mich in jedem Horrorspiel. Ist aber auch egal, ich bin da direkt zu seinem Haus gefahren. Er hätte auch mal so hinfahren können, einfach so, oder? Heute, 25. August 2007, marks the 12th anniversary of one of the hard to describe West Space has ever. West Space. Das ist ein Jahrestag von einem großen Verbrechen. The unsolved murder of the Manson family. Mord der Manson family. 12 years later and the predator. Let's leave the darkness behind and drive into music. Okay, das sind die Nachrichten, die wir hier hören, ne? Sehr gruselige Nachrichten. Yes, home ain't nothing like this by Dan V. Quinn. You can interact with some objects using left click. Wir haben eine Taschenlampe. Ja. Gibt's hier Jumpscares? Was soll ich denn tun? Muss ich das Lied hören? Oh. Ja, jetzt ist Zeit zu gehen. Dann gehen wir. Wer ist die, um herzugehen? Oh mein Gott, das ist doch... Was ist das denn für eine Steuerung? Schiff zum Rennen? Aber... But do so only when... Nur wenn nötig. Ich bin dann auf der Flashlight. Wehe, du hast eine Batterie. Ach du heilige Kacke, was ist das für eine Steuerung? Okay, ich pack die Maus einfach jetzt mal weg, weil irgendwie glaube ich ja... Hä? Bin ich nicht gerade da lang gegangen? Interessant. Wo bin ich? Hi. Oder kann ich was mit dir tun? Eine unheimliche Vogelscheuche. Ja. Ja, habe ich verstanden. Ja. Okay, wenn wir rennen, dann braucht das Stamina, was sich aber relativ schnell wieder auflädt. Huch, möchten Sie die Einrastfunktion aktivieren? Nee, möchte ich nicht. Das ist ja noch nie in diesem PC passiert, ja. Was ist das? Ein Stein wahrscheinlich. Muss ich jetzt ein Haus suchen? Wo ist denn sein Haus? Das kann ja nicht so weit weg sein. Warum fahren wir denn dann nicht bis da? Lauf, Junge, lauf. Was ist denn hier? Geht's hier nicht weiter? Doch, ich habe das Gefühl, das ist nicht so gut. Und dass ich mich verlaufen habe. Das ist irgendwie eine Alpha-Wand. Lauf ins Rote. Oh, tatsächlich ein Haus. Hallo. Oh, Augustin, bist du da? Ich bin's, Daniel. Das Haus sieht aus wie Kacke. Und ich sehe Gran Augustin. Oder Augustine. Die Fenster sind hier verriegelt. Vernagelt. Die Tür ist abgeschlossen. Ich denke, ich muss sie mit Gewalt öffnen. Was war das? Finde eine Crowbar. Dann gehen wir doch mal dahin, wo ich gerade das gruselige Ding gesehen habe. Nee? Na gut, warum nicht? Ist diese Steuerung furchtbar? Hä? Hallo? Rennst du überhaupt? Geht's hier überhaupt lang? Hält mich hier irgendwas auf? Als ob ich nochmal zurückfinde. Oh. Also, ich habe das Gefühl, dass es der Anwärter für Platz 2 auf der schlechte Horror-Games-Liste wird. In dieser Folge. Hallo? Wo bist du? So, kannst du nicht nach rechts gehen? Boah. Geht's auch nicht lang. Oh, Spiel. Könnten wir mal irgendwie einen Tipp kriegen? Vielleicht habe ich auch einfach keine Geduld. Ich bin seit 5 Uhr wach, weil der Kater rumgepupst hat. Jetzt auf meinem Bett ruhig schläft. Und 4 Kaffee später bin ich immer noch nicht wach. Kann ich wieder zurück zum Auto laufen? Irgendwie schon. Als ob ich den Weg jetzt wüsste. Der Jogger des Jahres, ey. Warum nehmen wir unser Auto nicht mit? Hallo, was hat denn jetzt hier? Wo bist denn du? Okay, ich gebe dir noch 2 Bildwechsel. Wenn du dann nicht bei deinem schönen Auto bist, dann... bleibt Daniel im Albtraum gefangen. Ich habe nie aufgepasst. Ich war so gepackt von dieser spannenden
Geschichte und Umsetzung. Waren schon zwei? So, den noch. Los. Das war einfach nicht wahr. Ich könnte doch einfach mal in eine Richtung gedrückt halten. Die ändern nicht mehr. Dann rennt er gegen den Busch. So. I'm sorry, Daniel. Du bleibst da in deinem Albtraum. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ich habe das Spiel gerade mal auf Deutsch gestellt. Das sieht jetzt sehr komisch aus. Die Einstellung geht. Neues Spiel. Meine Maus war weg und. Na, jetzt kann ich das gar nicht mehr. Achso, mit dem Pfeiltasten. Neues Spiel. Ich habe mir einen kleinen Trailer angeschaut und habe die erste Bewertung gelesen mit das Schlechteste vom Schlechtesten. Und da dachte ich mir, das gucke ich mir an. Ui, ui, ei, 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 ei. Kann ich. Kann ich nicht. Okay. Ich. Super, furchtbar leid. Oh. Wie kann ich. Hui. Ah. Wie? Ah, Leertaste. Oh mein Gott. Das muss aber ganz. Kann ich das wirklich nicht? Das hielt inne. Mhm. Nein, ich kann einfach nicht die Maus einstellen. Okay. Guten Tag. Ich versuche die Maus so gut wie möglich zu halten. Oh mein Gott. Ja, ich krieg bei der Mausführung auch Herzklopfen. Na, langsam. Langsam. Was ist passiert? Ist das passiert? Oh. Hallo. Kann ich dir helfen? Okay, dann nicht. Okay. Ich möchte hier durch. Oh, ich kann sogar rennen. Ja. Ah. Das sieht wie jetzt so eine. Ja, okay. Was ist das? Die Grafik ist so toll, dass sich meine Lüfter melden. Das ist ein bisschen zu warm ist. Ich habe da eine Taschenlampe, oder? Wie komme ich denn an diese Ich habe sie doch in der Hand. Was bewegt sich da? Wie geht die Taschenlampe an? Ich probiere mal ein paar Tasten, weil das wurde mir nicht gesagt. Ich habe eine in der Hand, ich sehe das. Na gut. Oh, ich meine natürlich. Ah, was ist das denn? Ja, ist jetzt bald mal fertig? Okay. Ah, jetzt geht auch meine Taschenlampe wieder. Die ist nicht sehr hilfreich. Die macht eher so einen Glitzer-Hintergrund. Oh, also diese Maussteuerung. Das ist ein Vorhang. Passiert da was? Passiert da nichts? Hallo Tür? E-Leertaste, Maustasten. Nein, es ist nicht ganz klar. Ja, lach nicht. Ja, ich bin einmal gezuckt, dann brauchst du nicht noch mitten in mir drin stehen bleiben. Boah, ich muss meine Hand auch schütteln. Super weh, die Maus so krampfhaft still zu halten. Achtung. Ist das nicht aus einem Kinofilm? Dim, dim. Chucky in weiblich?
Ach ja, du bist gestorben und dann ist deine Seele in die Wand gelaufen? Warum wird es denn dunkel, wenn ich dich... Asiatisches Kind. Ich verstehe, warum das schlecht ist. Abgesehen von der Maus. Bessere Maßeinstellung gar nicht mal so schlecht sein. Viking News. Home sweet home. Ja, oder? Ja, du machst ja nichts weiter, dann kann ich auch weitergehen. Achso, du fühlst mich jetzt für mutig. Alles gut. Ich sehe nicht so gut. Und jetzt? War's das? War's das? Die Einstellungen. Sprache. Hohe Grafik. Ja, das war eine hohe Grafik. Das war's doch noch nicht, oder? Pause, interagieren, aussehen, Look. Achso, okay. Ich möchte wissen, ob es das wirklich war. Tatsächlich. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bad horror games.
Peace.